Und die Vorstellung beginnt. Hi, hier ist wieder Dorf Tarot. Hallo Schütze. Schön, dass du mir den Weg zu mir gefunden hast auf meinem YouTube-Channel. Falls du das erstmal bei mir bist, hi, ich bin Martina, ich lege hier Tarot für dich. Ich bin frisch aus dem Urlaub wieder da. Ich bin eigentlich seit letzter Woche wieder da. Aber ich habe ein bisschen gebraucht, um wieder so nach so einem tollen Urlaub wieder hier in meiner Realität anzukommen. Und Freitagabend hatte ich aber eine persönliche Buchung und die war so schön. Da war ich wieder so sehr in meiner eigenen Energie. Dann dachte ich mir, wow, am Wochenende wird für YouTube gedreht, 100 Pro. Also Schütze, du bist jetzt das dritte Zeichen, was ich drehe. Ich bedanke mich von Herzen. Von der letzten Runde war, glaube ich, wieder, was am meisten geschaut wurde. Also auf meinem Channel ist es immer Schütze, Fische und Wassermann. Vielen herzlichen Dank fürs letzte Mal und danke auch für dieses Mal wieder beim zum Einschalten. War kein Deutsch, aber ihr versteht, was ich meine, weil mir schießen nämlich schon die ersten Messages für dich rein, Schütze. Ja, dieses Reading ist was für dich. Wenn du Schütze in einer von deinen signifikanten Platzierungen hast, schau dir auch gerne deine anderen Platzierungen an. Da sind ab und an auch mal die ein oder andere Messages verborgen. Und ja, natürlich sind auch sehr willkommen hier die lieben Crosswatcher, also diejenigen, die sich in welcher Hinsicht auch immer mit einem Schützen verbunden fühlen. Schaut es euch gern an. Also Schütze, als ich mich mit deiner Energie verbunden habe und gereicht und geklärt habe, ich mache jetzt dein Juni-Reading, hatte ich im Kopf als erstes, und jetzt werden mich wahrscheinlich wieder einige hier gleich wieder in den Kommentaren grillen, weil ich wieder Englisch spreche, let the truth be told. Also lass die Wahrheit sprechen. Und das ist ein Song oder ein Auszug aus einem Song. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die amerikanische Sängerin True Hurts noch kennt. Das muss so 1998 gewesen sein. Die hat damals mit Dre zusammen ihr Album gemacht. Ja, Dr. Dre hat die erkannt, also entdeckt und groß gemacht. Und die hatte so einen großen Hit. Aber mir ist gerade ein anderer Song von ihr eingefallen. Und Schütze, ich habe das Gefühl, es geht bei dir jetzt im Juni ganz verstärkt darum, die Wahrheit für dich erstens rauszufinden, höre ich gerade. Oh, das ist aber schon viel. Erstens Wahrheit rausfinden, zweitens zur Wahrheit stehen, drittens Wahrheit leben. Wow. Dann bin ich ja gleich mal gespannt, was da rauskommt. Im Vorschaffel kam zumindest raus die Welt. Und das spricht für mich auch. Das ist die 21. große Arkana. Das spricht davon, einen alten Kreislauf abzuschließen und einen neuen in Harmonie, in Glück und Fülle zu beginnen. Danach kommt Karte 0, der Narr, also der Narrensprung. Und Schütze, es geht bei dir im Juni ganz verstärkt darum, die Wahrheit zu leben. Also was auch immer das jetzt für dich heißen mag. Entweder ist bei dir tief im Inneren, im Herzen eine Wahrheit drin, die du nicht aussprichst. Gucken wir gleich nochmal. Ich höre gerade, manche belügen sich auch selbst. Oder werden von wem anders belogen? Wir schauen mal. Juni für Schütze. Let the truth be told. Interessant, Schütze. Vielleicht hast du Löwe-Platzierungen. Die Kraft, das ist auch die Karte dieses Jahres, also beziehungsweise die Energie dieses Jahres. Letztes Jahr war es der Wagen, das Jahr des Wagens fand ich ein bisschen schwierig. Ich persönlich, andere haben das Jahr des Wagens mega gefeiert, ich nicht so. Ich finde dieses Jahr besser, ich liebe das Jahr der Kraft, weil überall, wo ich mich unterhalte mit Freunden und Bekannten, überall merke ich, bei denen geht es vorwärts. Und das hätte eigentlich letztes Jahr sein müssen, im Jahr des Wagens. Aber ich fand es im Jahr des Wagens eher so ein bisschen stockig, ein bisschen stagnierend. Dieses Jahr geht es darum, Löwe-Energie, die Kraft. Dieses Jahr geht es darum, die eigene Kraft, den Mut zu finden und wahrscheinlich auch in deinem Zusammenhang den Mut zur Wahrheit zu entdecken. Ja, aber Schütze, was kann denn diese Wahrheit sein? Kann es sein, dass du irgendwo in deinem Leben nicht authentisch lebst? Oder noch irgendwas für dich lösen möchtest oder so, oder etwas auflösen. Vielleicht sind manche Schützen nicht zufrieden, in wie die Beziehung gerade funktioniert. Oder vielleicht ist es dem einen oder anderen, ich kriege gerade zu wenig, wie es läuft. Oder es geht darum, dass die Person, die man wahrhaftig haben möchte, noch nicht da ist. Und du Schütze dir selber
klar gemacht hast, hey, ich möchte mit dieser Person sein, aber davor muss ich erstmal meine eigene Kraft erwachsen. Vielleicht geht es hier auch gar nicht um die Liebe. Wenn es hier um irgendwas geht, was hier damit zu tun hat, was du für dich persönlich erreichen möchtest, also dass du reinwachsen möchtest in dein Business oder dass du, was auch immer du arbeitest, also du erschaffst ja etwas dadurch. Ne? Es ist ja in bester Weise ist es ja nicht, ich arbeite, um Geld zu verdienen und dann irgendwie über die Runden zu kommen, sondern ideal ist es, und gerade bei euch Schützen ist es so, alle Schützen, die ich kenne, sind meistens irgendwie kreativ und begeisterungsfähig und begabt. Und du willst ja nicht in einem 9-to-5-Job versauern, der dich nicht erfüllt. Vielleicht geht es auch um sowas. Wir gucken mal weiter. Schütze, Juni 2024. Ah ja, ich verstehe schon. Ich verstehe, Schütze, dir geht das zu langsam. Aber ich habe es gerade gesagt, ne, dass du diese Wahrheit für dich entdeckst und danach leben sollst künftig, ne? Und hier ist es schon wirklich, acht der Kelche auf der Rückseite des Decks, da wird davon gesprochen, dass die Situation, die einem emotional nicht mehr dient, von dir verlassen wird. Also was in deiner Beziehung gerade nicht läuft oder sowas. Ich habe das Gefühl, du wirst dir selber, oder was auf der Arbeit nicht gut läuft, in der Freundschaft. Ja, wir sind hier im Kollektiv-Reading, hier gucken tausende Leute zu im Idealfall. Also danke nochmal dafür. Und ich kann nicht für tausend Leute eine Storyline kreieren, also ne, dass sie auf alle passt. Also schau da auch bitte ein bisschen für dich. Aber das, was dir nicht mehr dient emotional, setz es hier ein, wird von dir künftig mit Acht der Kelche verlassen. Okay, also es geht hier darum, in die eigene Kraft zu kommen. Möglicherweise brauchst du dafür auch noch einen kleinen Moment. Weil du selber vielleicht noch nicht so richtig den Mut hast, um die nötigen Schritte dafür zu gehen. Es geht ja um den Mut, den du, oder du hast noch nicht das Handwerkszeug dafür da. Manche von euch brauchen auch noch nötige Informationen, beobachten eine Situation noch ein bisschen und sagen, bevor ich mich da final entscheide, beobachte ich das Ganze noch einmal und so. Ich gucke noch mal. Möglicherweise, das hatte ich gestern bei Jungfrau auch, da sind auch am Ende zwei Pagen rausgefallen. Möglicherweise hat das Ganze hier auch mit Kindern zu tun. Also, dass Kinder in dieser Entscheidung, muss nicht, aber kann immer sein. Zwei Kinder oder mehrere sind hier in deiner Entscheidung auch ein Beeinflussfaktor, sage ich mal. Vielleicht sind es deine und du denkst dir sowas wie, hey, ich kann jetzt nicht von Bonn nach Hamburg ziehen, weil meine Kinder gehen in Bonn zur Schule, aber ich möchte eigentlich nach Hamburg ziehen, um mich selber zu verwirklichen. Aber das kann ich nicht machen, weil meine Kinder gehen ja in Bonn zur Schule. Sowas zum Beispiel hier, ne? Okay, aber die Situation wird trotzdem verlassen. Also auch Schütze, wenn du dich jetzt gerade eben noch voll dagegen wehrst, ne, oder dein Gegenüber wehrt sich da voll gegen, im Moment noch, die Entscheidung, ne, das steht außer Frage, dass die gefällt werden muss. Also die Entscheidung muss getroffen werden, meine ich, ne? Ja. Das klingt doch schon mal gut. Die Entscheidung muss getroffen werden. Und ich glaube, Schütze, dass es am Ende, so wie sich das hier anfühlt, du wirst am Ende die Nase voll davon haben. Du wirst derjenige sein oder diejenige sein, die sagt, so, jetzt bis hier und nicht weiter. Ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich möchte jetzt zu meiner Wahrheit stehen. Und das ist so ein krass gutes Statement, Schütze, weil ich habe mir da jetzt neulich mal Gedanken drüber gemacht. So diese kleinen Lügen des Alltags. Du bist zum Beispiel auf der Arbeit oder auf dem Weg zum Bäcker oder keine Ahnung wohin. Und du siehst einen Bekannten oder einen Kollegen und die fragen dich, hey Schütze, wie geht's? Und du sagst aus Reflex, die kleine Lüge des Alltags, ach, supi, alles gut, ne? Alles gut, ne? Und dabei geht es dir eigentlich gar nicht gut, aber wir erzählen ja auch nicht jedem, dass es uns eigentlich total scheiße geht gerade. Schlecht geht gerade. Ja, und ich denke mal, das ist sowas, ne? Dass du vom eigentlichen Thema aktuell ein bisschen ablenkst oder dein Gegenüber vom eigentlichen Thema ablenkt. Wie geht es hier weiter für Schütze? Boah, schon wieder ein Page. Jetzt fehlt nur noch der Page der Stäbe. Ah, guck, jetzt bist du im Zentrum des Readings selbst gefallen. Das gefällt mir gut. Moment, 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 ich erkläre es gleich. Ah, jawohl.
Jawohl! Contenance. Okay, weiter geht's. Also guck mal, jetzt hast du schon drei Pagen, ne? Nein, das ist der Ritter. Da wird der Page zum Ritter. Also es geht dann schon mal eine Stufe weiter. Das ist ja schon mal schön. Ne? Dass du vielleicht auf dieser Reise dorthin, wo du hin willst, ein Stückchen reifst. Also jetzt, klar, die meisten, die mir hier zuschauen, sind volljährig schon mindestens. Aber ich meine jetzt nicht dieses, du hast dazwischen jetzt Geburtstag und wirst 18. Nein, ich meine, du wirst geistig reifer durch diese Reise. Dadurch, dass du etwas abstreifst, was auf lange Sicht nicht mehr geht und nicht mehr gut läuft. Ne? Und wirst du vom Page zum Ritter. Klar, du bist noch kein König oder keine Königin, aber ist nicht schlimm. Du wächst und gedeihst da dran. Das finde ich super, weil es geht immer auf unserer spirituellen Reise geht es immer um Wachstum. Also darum, dass wir selbst so weit wachsen, wie wir es können, wie es für uns vorgesehen ist. Die beste Version unserer selber. Eine starke Königin oder ein starker König. Suchst dir aus, wer auch immer mir gerade zuschaut. Okay. Im Zentrum des Readings ist gefallen deine eigene Karte, die Mäßigkeit, also Schütze, Energie. Da geht es darum, diese Waagschalen, ne? Der Engel hat die zwei der Kelche in der Hand, steht ja auch für die Emotion. Und ich sehe hier auch mit dieser ganzen Jugendenergie, mit dieser ganzen Pagenenergie, wenn das deine ist, sehe ich hier auch, also ich will jetzt nicht sagen Unentschlossenheit, aber so ein bisschen Wankelmut, weil es ist ja immer noch kein König, kein selbstbewusster, mit beiden Beinen im Leben oder beziehungsweise auf seinem Thron sitzender König oder eine Königin, sondern es sind jugendliche Energien, sowas. Ne? Aber Reifungsprozess ist ja da, ne? Page der Münzen wird hier zum Ritter. Und das ist schon mal ein bisschen erwachsener. Schütze, du bist die Person im Juni, die für dich selber guckt, wie stelle ich das Gleichgewicht wieder her in meinem Leben? Also in dem, was ich jetzt aktuell vielleicht ein bisschen selbst als Chaos ansehe, wenn es dem so ist. Vielleicht aber auch nur ein bisschen Unruhe. Also es zeigt sich für jeden ja anders, weißt du? Und ja, steht zur Wahrheit. Und dadurch, dass du mit der Mäßigkeit in deine eigene Energie kommst, kannst du auch viel besser in Richtung Wahrheit dich bewegen. Und dadurch, dass du dann zu deiner Wahrheit stehen wirst, schenkt dir das Universum ein Ast der Kelche. Und wenn es jetzt auch noch nicht mal heißt, dass das jetzt, wenn du jetzt auf Liebe schaust oder auf den Beruf, wenn das jetzt noch nicht mal heißt, dass das jetzt der Neuanfang ist in der Liebe oder im Beruf, ne, oder ein neues romantisches Abenteuer auf dich wartet oder so. Ich glaube, es geht hier trotzdem eher darum, okay, wir haben auch die Herrscherin auf der Rucksack, das sitze ich gleich. Es geht hier trotzdem darum, das Universum schenkt dir aufgrund, dass du zu deiner inneren Wahrheit stehst und den Mut dazu hast, zu deiner inneren Wahrheit zu stehen, ein Kelch. Also da kommt ein neues Angebot auf dich rein, was auch immer du begehrst. Oder du machst ein Angebot und du möchtest ein Angebot unterbreiten. Aber ich nehme es hier trotzdem eher so wahr, es geht hier darum, dass dadurch dieses in deiner eigenen Kraft sein, zu deiner Wahrheit stehen, dass es eher eine ganze Portion Selbstwertgefühl und Selbstliebe, die du dir damit quasi selber schenkst mit dem Ast der Kelche. Manche von euch streben auch, wenn es jetzt, also dreht es euch wie immer mit den Geschlechtern so, wie es passt, aber wir haben ja noch die Herrscherin auf der Rückseite des Decks. Manche von euch träumen auch von der einzig wahren großen Liebe, von der Person, mit der ihr alt werden möchtet. Also auch wenn du jetzt eine Frau bist, die mir zuguckt, ne, dann möchtest du etwas dementsprechend entstehen lassen mit der Person. Ja, also die Herrscherin ja steht für ja, so fruchtbare Neuanfänge. Das ist ja auch die Königin der Könige, die hat alle Attribute von allen vier Königinnen aus dem Deck in sich. Also manche wünschen sich auch den Kelch anzubieten, dieser Person, mit der sie quasi so alt werden möchten. Aber im Moment ist der Mut halt noch nicht da. Ja, oder du möchtest halt mit deiner Partnerschaft was besprechen, demzufolge, dass es halt besser läuft. Gucken wir mal weiter. Wie geht das hier aus für Schütze? Ja, herrlich. Finde ich gut. Und letzte noch bitte. Na, mag sich umdrehen. Ui.
Uiuiui. Okay. Erstmal diejenigen, die auf Liebe gucken. Die meisten, ich weiß, die meisten schauen hier auf Liebe. Das, was gerade läuft, also diese Energie, diese jugendliche Energie, die nichts mit einem König zu tun hat oder mit einer Königin, das ist etwas, das gehört zu deinem Weg dazu, das darfst du mit durchleben. Und es geht hier darum, ne, Hierophant ist rausgefallen, Karte 5, Stierenergie. Es geht darum, dass das dein Seelenweg ist. Also dann, auch wenn es irgendwie mal zwischendurch jetzt geruckelt hat und du dich fragst, oh, warum ist denn das so? Warum ist mir das denn jetzt passiert? Das ist ja völlig blöd. Das, sei gewiss, es ist dein Seelenweg. Und es ist vielleicht auch eine Prüfung oder vielleicht auch eine große Lernaufgabe, die du löst, aber es gehört zu deinem Weg dazu. Und es geht hier, wir hatten auch schon den Pagen der Münzen und den Ritter der Münzen, hier geht es darum, dass wenn du diese Lektion fertig gelernt und den Test bestanden hast, dann wirst du vom Universum mit 6 der Münzen entlohnt. Und dann wird ein Ausgleich geschaffen vom Universum. Das haben wir gerade schon gesagt mit dem Ast der Kelche. Sei dir aber sicher, dass bevor du das erreichst, wofür auch immer du deinen Mut haben willst, um zu deiner Wahrheit zu stehen, darfst du noch einen großen Transformationsprozess mit dem Tod machen? Skorpionenergie. Da geht es auch darum, Dinge loszulassen, die halt quasi nichts mehr dienen. Das ist ja wie die Acht der Kelche, die wir ganz am Anfang hatten. Nur der Tod ist da halt nochmal so ein bisschen rabiater. Und der Tod zeigt uns auf, dass etwas nicht mehr funktioniert. Und Schütze, du darfst gucken. Was funktioniert in meinem Leben nicht mehr? Wie will ich die Dinge nicht mehr? Also wenn du jetzt dich nicht trennen willst oder so oder von der Arbeit trennen möchtest, vielleicht geht es auch einfach nur darum, klare Gespräche zu führen und Grenzen abzusetzen und den Mut zu haben, diese klare Gespräche zu führen und zur eigenen Wahrheit zu stehen. Wir haben ja auf der Rückseite des Decks, vielleicht ist es auch eine Jobsituation. Da musst du schauen. Wir haben ja auf der Rückseite des Decks nämlich auch die 4 der Stäbe. Das kann auch ein neuer Arbeitsvertrag sein. Es kann sich aber auch darum handeln, dass es sich hier um deine wahre Liebe, deine Seelenpartnerschaft handelt. Ritter der Kelche. Jemand hier möchte mit seiner Seelenpartnerschaft 3 der Münzen oder mit der Traumfrau, Traummann 3 der Münzen halt Teamwork. Fruchtbar zusammenarbeiten für die Zukunft. Das Ganze ist aber noch ein Geheimnis mit dem Mond. Wow. Finde ich klasse, finde ich richtig gut. Finde ich sehr, sehr spannend. Ja, Schütze, tolles Reading. Ich wünsche dir ganz viel Kraft bei der Selbstfindung deiner Wahrheit und beim in deine Kraft und Stärke zu kommen. Ich glaube, diesen Monat, jetzt im Juni, ist das der beste Monat für dich, in diesem Jahr überhaupt, das für dich zu ergründen. Puh, schönes Reading, freut mich sehr. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über dein Like, dein Abo, dein Kommentar. Teil dieses Video sehr gerne mit allen, die Law of Tarot kennen sollten. Persönliche Legungen, Soul Talks, Channelings oder eins von meinen 2 Coaching-Programmen für Seelenpartner und für Selbstliebe findest du bei mir im Buchungstool auf meiner Webseite. Alles wie immer in der Infobox verlinkt. Vielen lieben Dank wieder für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, sage ich euch, mögen wir uns wiedersehen. Bye!